Mit einem Einmarsch der Musiker wurde das Fest eingeleitet. Sie gehören heute zu den größten Pipes and Drums Musikgruppen in der Region. Am vergangenen Samstag feierte McBrick Brilliant Pipes and Drums ihr 10-jähriges Bestehen. Anlässlich des Geburtstages hatte der Verein zu einem Jubiläumsfest im Ramirez eingeladen. Durch einen Zufall kam Pipe-Major Klaus Paffen vor 11 Jahren zu einem Dudelsack. Ja, das war eigentlich ein ganz großer Gag. Ich bin ja vor 11 Jahren 50 Jahre alt geworden und meine Nachbarn haben meine Frau gefragt, was schenkt man dem Klaus denn zum Geburtstag? Und da ich alte Instrumente sammle, hat sie gesagt, einen Dudelsack, den hat er noch nicht. Und hat daran gedacht, den Dudelsack eben an die Wand zu hängen als Dekoration. Das hat mich aber dann so begeistert, dass ich also mich im Internet schlau gemacht habe und habe dann einen Lehrer gefunden hier ganz in der Nähe in Dorsten und der hat mich ein Jahr lang unterrichtet. Ein Jahr später sorgte ein weiterer Zufall dafür, dass 12 Leute den Verein gründeten. Und dann hatte unser Schützenoberst vom Schützenverein Bricht Geburtstag und wir haben in den Geburtstag reingefeiert. Meine Frau hatte dann die Idee, ich fahre mal eben schnell nach Hause nach den Kindern gucken. Soll ich den Dudelsack mitbringen, dann spielst du gleich Happy Birthday. Und das habe ich dann gemacht, dann natürlich dahinterher Amazing Race. Und dann hatte ich anschließend etliche Leute um mich rumstehen, die sagten, boah, was toll, wie geil ist das denn, das möchten wir auch machen. Und dann haben wir uns eine Woche später mit 9 Leuten getroffen und haben gesagt, wir wollen einen Verein gründen. Haben dann auch schon grob einen Namen festgelegt, sind dann innerhalb kürzester Zeit verstärkt worden, nochmal durch 3 Leute. Also ist eigentlich diese 12 Leute, die den Verein gegründet haben. Heute zählt der Verein 120 Mitglieder, davon 30 aktive. Die Musikgruppe hebt sich durch ihre Instrumentalbesetzung von vielen anderen in der Region ab. Erstmal ist das Besondere, dass wir eine Pipeband sind. Das ist ja jetzt nicht so gewöhnlich, sag ich mal, in unseren Breiten. Also Blaskapellen hat ja jede Stadt im Grunde, aber eine Pipeband mit Sicherheit nicht jede Stadt. Und das Besondere ist auch natürlich, wenn wir irgendwo auftreten, dass wir schon die Blicke ein bisschen auf uns ziehen. Die Leute freuen sich schon, wenn sie uns sehen, das kann man schon sagen. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um einen geselligen Abend mit schottischen und irischen Folkloreklängen gemischt mit rockigen Tönen zu erleben. Neben den Jubilaren sorgen die noch junge Rock- und Bluesband Q42, die Irish Folkband Crescendo und die Rockband Grass is Green für musikalische Unterhaltung. Klaus Paffen, musikalischer Leiter und Dirigent von McBrick Greenland Pipes and Drums, kann sich noch an einige ungewöhnliche Konzertanfragen erinnern. Ja, es gibt eine Geschichte. Ich habe auch die ganze Organisation gemacht. Das heißt also mal Anfragen von Interessenten für den Auftritt. Und die kurioseste Anfrage haben wir bekommen von dem Verband der Bestatter, die am Krematorium in Dülmen ein Sommerfest feiern wollten. Leider hatten wir an dem Termin einen anderen Termin, sodass wir den nicht wahrnehmen konnten. Das hätte uns natürlich bombig interessiert, wie die Bestatter ein Sommerfest feiern. In den vergangenen Jahren hat es viele Auftritte gegeben, die den Musikern noch lange in Erinnerung bleiben werden. Ja, also das
einprägendste Ereignis, was wir haben. Wir haben ja heute unsere Tombola für die Spes Viva in Dorsten, eine Palliativorganisation. Die haben ein ganz, ganz großes Konzert gehabt mit dem Landespolizeiorchester und dem Fanfarenchor aus Dorsten. Und mit denen haben wir zusammen Amazing Grace gespielt. Da sind extra die Noten für geschrieben worden. Das war einfach nur gigantisch. Da waren hunderte Leute in der Reithalle in Galen. Und wir haben da mit dem Orchester zusammen und den Fanfaren Amazing Grace gespielt. Das war einfach unglaublich. Im Jahr haben Mac Bricht, Green in Pipes and Rums bis zu 30 Auftritte im näheren und weiteren Umfeld von Schermbeck sowie im Ruhrgebiet. Neben größeren Events kann die Musikgruppe auch für private Feiern, wie beispielsweise Geburtstag oder Jubiläen, gebucht werden.